Schönen guten Abend. Ich habe mal wieder Haargummis an den Armen hängen. Oh, ich sag euch, die Woche wird, glaube ich, noch dauern. Denn eigentlich ist sie aktuell der Horror so ein bisschen. Ja, vielleicht hat es der ein oder andere schon im Plan gesehen. Gestern und heute auf der Arbeit frühe Schicht. Morgen und Freitag habe ich auf der Arbeit Spätschicht. Und Donnerstag habe ich noch keine Ahnung, wie ich arbeite. Mittel, Abend, früh, irgendwas dazwischen. Man wird es herausfinden. Oh, Lina! Und natürlich auch hallo an den Rest. Ich müsste mir jetzt aber mal sagen, was das Lödel bedeutet. Das habe ich mich schon beim letzten Mal gefragt. Und ich hoffe, ihr habt eine weniger stressvolle Woche. Der Kermit, der hat eine mindestens genauso voll Stress. Entschuldigung, Kermit. Ich habe euch natürlich genauso lieb. Aber Lina ist neu. Lina braucht besonders viel Aufmerksamkeit. Lödel bedeutet alles und nichts. Und nur für den Atko gibt es natürlich das hier. Ich kann sie nur gerade nicht fest umgreifen, weil der Tee ist frisch, der drin ist. Heiß und knackig. Und der Kermit, der ist tot. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Kermit mich richtig hört oder abgehackt, weil er schrieb vorhin, er kann noch nicht mal Streams anständig gucken. Ich erinnere mich noch vage daran, dass wir uns in die Festung begeben haben beim letzten Mal. Und danach sagt mein Kopf Tilt. Manchmal sollte ich meine eigenen Streams angucken. Aber das Spiel erinnert einen Gott sei Dank immer dran, was passierte. Sag mal, wenn du dann in der Woche noch Zeit hast, ich glaube, ich habe das perfekte Kleidchen für die Schleife gefunden. Für dich jetzt oder für Downey? Das muss man wissen. Downey in Kleidchen wäre aber bestimmt auch sehr interessant, aber ich glaube eigentlich, du meinst gerade für dich. Guckt Downey noch zu? Bekommt er das mit? Ja, ich habe ja schon gehört, oder beziehungsweise hab ja schon verfolgt, dass du Dokumi-Kärtchen und sowas hast und Hotelchen. Genau, Downey mit Kleidchen und Schleife. Miri hat gerade schon eine Schleife für Downey rausgesucht. Aber ich glaube, das habt ihr mitbekommen. Ich würde aber sagen, ich fange jetzt einfach mal mit dem Spiel an. Wenn mein Kopf irgendwann Tilt macht, gebe ich Bescheid. Oder ihr merkt das wahrscheinlich automatisch. Aktuell will das Spiel ja, dass ich mit den Leuten rede. Ich hoffe, die sind alle hier vorne. Nur Downey, keine Sorge. Er kriegt das Prädikat Haustier noch aufgedrückt. Okay, eigentlich hat er das schon. Sie weiß natürlich am besten über die Abtei Bescheid, ne? Das stimmt. Wenn man etwas machen will, dann sollte man alles geben. Das müssen wir noch überlegen, Abko. Aber er hat ja beim Silvester-Stream sehr gut sein Känguru gewässert. Tut mir leid.
Ich fand das amüsant. Hat man bestimmt nicht im Stream gemerkt. Life is it. Schiritori ist ja. Demo, Bock, Yojiga. Schoga nein, na. Na, na, Life is it. Kara de iyo. Ja, Anpan. Oh, das ist gemein. Ich sehe etwas, das ist finster und schwarz. Velvet. Jungs haben es aber auch irgendwie immer schwierig mit Mädels, oder? お前が釣った折り張り君、黒金に渡してもいいよな。別に構わないわ。でも折り張り君で刀なんて作れるの？さあな、専門家に聞いてくれ。常識で言えば無理だな。だがゴーマが常識にとらわれてどうする。メーテネブンメハドゥオファディ。相手は最高の金属だ。迷いを捨てて無心で打ち上げる覚悟。 Außerdem bist du ja sein zweiter Account, das heißt, du kannst für ihn die Fragen auch alle beantworten. Ist sie die letzte? Da ist draußen noch jemand. Velvet, ja? Hast du Das Problem habe ich auch immer, dass ich mehrere Kleidungsstücke aussuche, mir nicht alle leisten kann und sie am liebsten alle haben möchte. Sie versucht immer noch Geld zu machen. Oh, nochmal mit ihm reden? So, Kuma, suchen wir mal. Mhm. Das nächste Schmiedepunkt ist Midgard-Dorio. Kannst du mir die Kleidchen mal privat zuschicken, Miri? Dann kann ich auch was dazu sagen, welches ich präferieren würde. So, ne? また手紙が落ちてるぞ。随分可愛い便箋だな。何々、背景、寒さ厳しい折、いかがお過ごしでしょうか。霊山の雪深さを思い返して、あなたを案じています。私の方は愛も変わらずですが、先日とても珍しい品を手に入れたので、あなたに送り。六郎。 人の手紙を読むのが困るだろうに。差出人の名は？ディビルダーフォンアッコディビルダー。誰だそれ？この島の誰かでしょ？誰か？手紙を落とした人いない？そんなお上品な手紙を書くやつが本当に見える。確かに海賊の誰かかもしれません。 Verlorener Brief erhalten. Niedlich genug, habt ihr gehört? Der Gesichtsausdruck. Wir haben ihn nicht gelesen, das ist nur auf, sehr auffällig, ne?
本当だな。う、うん。こいつも一緒に送ってくれ。毎度、亀人急便が責任と愛情を持ってお預かりするっす。用が済んだなら出発するわよ。行き先はミッドガンド寮。準備はできている。 Du brauchst von mir keine Angst haben, Miri. Ich habe aktuell kein Geld. Und kein Geld bedeutet meistens auch kein Internet. Und kein Internet würde keine Streams bedeuten. ピーなんて安直だとか言うんでしょ。安直ではあるが、ここまで安直じゃと逆に誰も使わぬ。故に個性的と褒めたつもりなんじゃがの。名前というものは、己が何者かを考えるときに必要なものなんじゃ。名を与えられ。 自分が他の誰でもない自分だと気づき、この体の中にある形のない心を。いや、#Transcend。ボウの心を最初に転がしたのはお主じゃ。偶然とはいえ、ボウを人形から生き物にしたんじゃよ。で、何が言いたいの？旅の初めから寝食を共にしてきた仲ではないか。愛称をつけてくれても罰は当たらないぞ。そんな深い仲だと思ったことはないし。 あんたは好き勝手に出入りしてたでしょ。お主は、ベブドラヒト、そして、ミコペ、エアラインブレンクタル、アイングランドワンツザン。心の友じゃないし、愛称をつけるくらいの解消はあろう。心の友じゃないし、愛称をつけるのが得意なわけでもないから。頼む。一生のお願いじゃ。じゃあ、マギ。マギはまんますぎるじゃろう。愛情を持って解消してくれんかの。なら、ルー。 ベジタブルやミートが together してカレーになってしまうじゃろうに。ぜひフィンデルーパスツーや。かきく。お、まあまあありかなしかで言えば千の候補のうち1011番くらいにはありじゃが、相性なんじゃから、また愛嬌があって印象に残るものがいいな。あ、そう。じゃあ帽子。見た目まんまかい。ホンスカート。 見た目からいっぽ進め。ほっ。実は目つき悪い。それは誹謗中傷じゃろう。見た目&悪口禁止じゃ。笑いながら人の痛いところをつく魔女。それは内緒の内情じゃろうに。だから最初に言ったでしょ。得意じゃないって。もういい。お主とは相性が合わぬわ。ふう。口は災いのもとだな。だね。 Eisen, ja, wenn man was nicht leisten kann, muss man im Zweifel sich was Billigeres suchen. Lieber hat ein Kleidchen. Aha. たこ焼き器なんぞ監獄島にあるのかえ？パスタ用の大鍋と一緒に黒金が鉄の塊を叩いて作っていたぞ。Ein hübsches Kleidchen. 自分の顔はそのままのくせにな。しかしたこ焼きは俺も久々に食いたいぜ。タコ炭のパスタか。タコもイカも敵に襲われた時に身を守るために炭を吐くけど、成分も目的も違うんだ。 Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Tintenfisch und einem Oktopus? Kann mir das jemand erklären? Wahrscheinlich kommt gleich irgendjemand mit einem Wikipedia-Eintrag. どうなんだろう。もう味がわからないし、どっちでもいいけど。味見するよ、僕が。だから、タコスミパスタ作って。Er ist ihr Geschmackssinn.
ゴーマじゃない。本物のタコが釣れたらね。Octopus groß, 8 Arme, Tintenfisch klein und K.A. wie viele Arme. Okay. Ich mag Tintenfischringe. Ukcho. Ano Oji no Taka. Teuka Griffon. Nantoka naranai ska? Tari toka itte. Hini hini tondemonai mono o tsukamaete kite. Deki ga taihen na koto ni natteru nsu yo. Taka ga karu mono nado. Taka ga shireteru daro.Falken gehen halt. 最初は海藻や魚とかだったから食材になってたけど、喜んでたらどんどんエスカレートしてきて。150キロ級のシーラカンブリとか、350キロ級のトドメカジキとか捕まえるようになって。助かるじゃないですか。助かるじゃないですか。あのタカ、獲物を空から甲板に向かって落とすんだぞ。Willkommen zurück, Friedrich. Ich dachte, du bist offline. みたいな鼻から落としやがって。刺さったらそれこそトドメだろ。助からねえだろ。注意すればいいだろう。そうなんだけどさ、鷹見てる王子の幸せそうな顔と注意された時の悲しい顔を見ちまうと。Ich hätte jetzt gern so ein Bild, wie der Vogel gerade irgendwas bringt, was zu Schaden anrichtet. 時々笑いながら、オグオグ、もっと飛びたいかいってグリフォンに優しく話しかけてた。ホグホグ。オークとグリフォンの頭文字を合わせてホグホグだって。王子は初めて自由を感じているんだろう。今まではやるべきでやってきた王子が自分の意志で鷹を救うために飛び出したんだ。ホグホグはもう一人の自分なんだ。Jetzt nehmen sie alle den Namen Gralki。王子にとってはな。Für den Greifen。どうするんすか。大した被害が出てるわけじゃない。Tintenfisch scheißen sie alle。Der Oktopus hat nur 8 Arme, Sepien haben 10 und einen Flossenrand und bei Kalmaren sind von 10 Armen 2 auffällig lang. Jetzt muss man sich das nur noch merken. Es gibt zu jedem Spiel ein angepasstes Overlay, Lina. Guck mal auf YouTube, da sieht man das auf jeden Fall. Geben wir uns immer die Mühe, dass das auch passt. Kannst einfach auch nur über die Thumbnails drüber schauen, dann sieht man das auch schon. Wenn du nicht alles gucken willst, was wir gespielt haben. Ikan! Benik! Oji o tomero!あいあいさー落とすな落とすなよー Flonk? Habt ihr dieses Flonk auch gehört am Ende? なあ、アイゼンが手紙と壺を送った相手って一体何者なんだろうな。もうその話はやめようよ。Ich überleg grad, ob ich ein Lieblingsoverlay hatte. Vom Bild her an der Seite. でも気になるだろう、お前だって。Könnte ich jetzt so, glaube ich, noch nicht mal sagen. あのかしこまった文面からして、よほど大切な相手だ。おそらく、恋人。恋人。アイゼンの。あんな壺をもらって喜ぶ子供はいないし、可愛いラッピングを喜ぶ男もいない。となれば。アイゼンと同じ感性を持った妙齢の女。そんな奇跡みたいな女に惚れるのは当然だろう。そうかな。僕はあの黄色い傘の女の子だと思うけど。Das Mädchen mit dem gelben Regenschirm。お前、よっぽどあの女の子が気に入ってんでね。違うよ。そんなんじゃないよ。ではどのようなんですか。え？エレノア、盗み聞きとはお行儀悪いの。ライフィセットが誰を好きになろうと自由じゃろ。マギルーも聞いてたんじゃないか。僕はただラッピングのひまわり柄はあの子のイメージだなって。 Stimmt, Laffy würde eigentlich sehr gut zu Dingens passen. 誰だっていいじゃない。 So, ich habe ihren Namen vergessen. Zu dem Mädchen mit der gelben Schleife. そうですね。少し羨ましいですね。なんか綺麗にまとめてるが、お前も盗み聞きしてたんだな。バカクロー、リーナ、バカクロー。
Freut uns, dich kennenzulernen. Alles mit Liebe zum Detail bei uns. Also total Baka. Was nicht ins Layout passt, ist diese lilane Thermoskanne. Magenta, Verzeihung. Lila ist die auf der Arbeit von mir. Curry wäre auch wieder mal geil zum Essen. ミリ単位のサイズ指定に素材の色味にもうるさい。ダメ出しも多いと仮面人が嘆いた。Es gibt ja eigentlich auch so viele verschiedene Arten. こだわり屋ではなく、面倒な男たちね。でも、少し見直しました。So ein chinesisches Curry ist anders als ein indisches Curry. Und ein japanisches Curry ist auch wieder anders. Japanisches Curry ist so toll. Sag mal, was habt ihr heute gemacht? Sequenzen geguckt. Also Texte geguckt. Yappari, Uragawa shika denai no wa kanashii no? Iya, imasara sonna koto wa ki ni naran. So wa ittemo, ichido kurai wa omote wo dashitai daro? Ore wa mite mitai shi, live setto mo mitai yo na? Un, mite mitai. Soko de da.じゃーん！このコイン、いつものアイゼンのコインと同じように見えますけど。表は。アンティア、auch was da ist。だが、このコインは。Auf beiden der Seiten sind Köpfe zu sehen. Das heißt, man kann nur Kopf würfeln. 両表のコインなら、いくら死神の呪いがすごくても、さすがに表しか出ないだろ。そんなインチキで表が出たところで意味ないじゃないですか。インチキじゃない。Das ist Mühe und harte Arbeit. Glorreich. Ich glaube, der Vogel hat die Münze geklaut. Was? Karas Also kein Kopf gewürfelt. Ja, Kopf oder Zahl, Abgore. Wird schon schief gehen. Nächst der Vogel, der die Münze gefressen hat. Onore!Alle guten Dinge sind drei, oder? これで死神の呪いに引導を渡してやれ。おう。行くぞ。Habe ich nicht wirft gesagt? Habe ich würfelt gesagt? Verdammt. Verzeihung. Was? いくら死神の呪いでも。ここまでやらなくてもいいだろうに。Was ist passiert? 気にするな。こうなる予感はあった。絶対なかったですよね。うん。Oh man. Fühlt ihr euch genauso verarscht wie ich? ちょっと聞いてもいい?なんだ?あんたって地の精霊でしょ?地の精霊って水には沈むのになんで海むしろ Erdenmalachs gehen auf im Wasser unter? Okay. そうくる。続きが Interessant. アイフリードは生まれ持った性質を受け入れろと言いながら泳げない海賊Kann ich mir vorstellen. Der Gedanke an einen Piraten, der nicht schwimmen kann, ist schon echt geil. そんなことをしても泳げない事実は変わらん。俺は水に
属性という宿命などに負けたくなかった。Ich hätte Chatty ausmachen sollen. 水を克服するために特訓したんだ。あんたいい具合に壊れてるわね。Jetzt wisst ihr, dass andere Menschen streamen. 属性って超えられるわけ？川で練習を始めた途端、大洪水が発生し。Noch irgendjemand, der Stream-Werbung haben möchte? 山から流れてきた土砂に飲み込まれた。湖に潜れば、もぐさが突然増殖して全身に絡まり、溺れそうになった。そして、最後に飛び込んだ海では、俺を中心にして、大渦巻きが発生しやがった。それって、死神の呪いでしょ？生まれながらに俺を縛る鎖という意味では、血の属性も、死神の呪いも、Stimmt, weil wegen der Teufelsfrucht können sie nicht schwimmen, oder? 俺の限界への挑戦だ。 Da war doch irgendwas. Hab ich recht? で、あんたは泳げるようになったの？泳ぐことはできるようになった。Oder nur bestimmte Teufelsfrüchte. 携帯用の浮き輪は手放せんがな。あ、そう。Oh, die Expedition ist zurück. 成果を確認し。Voller Sieg. 俺の感性が叫んでいる。Oh, was ist das? Maske aus dem Barbaros-Archipel. Und neue Inseln. Gut, die schwarzen Harnohren, die haben wir auf jeden Fall schon. Ob, jetzt fehlt uns noch die Piratenflagge und das Riesen, was auch immer. Jede, beim ersten Wurfgedanke wird sicherlich auf der Kante landen. Ergebnis, Vogel mit Münze abgehauen. Beim zweiten Wurf, kein Gedanke. Ergebnis, Greif hat Münze gefressen. Dritter Wurf, Gedanke, sicherlich zum dritten Mal ein Vogel. Ergebnis, zerbrochen. Es ist halt echt fies mit dem Sensenfluch. Es ist der Mannschaft verboten, über den Brief des ersten Offiziers zu sprechen. Oh, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Auswahl, was wir machen können. Waren wir denn schon bei alle Zone 4 Dingern? Ne, hier waren wir noch. Stimme? Hat jemand meine Stimme gesehen? Also beim ersten Mal war es ein Rabe. Beim zweiten Mal war es der Greif. Und beim dritten Mal halt zerbrochen. Ich würde jetzt Lafis Quest irgendwie gerne ein bisschen weitermachen. Ist das für euch okay? Wenn es klappt? Hallo Lise, schönen guten Abend dir. Dämonen beschwören. Und willkommen zurück, Lise. Willkommen zurück, Miri. Habe ich schon erwähnt, dass mein Kopf nicht mehr denken kann aktuell? Okay, konnte mein Kopf jemals schon denken? Ist die andere Frage. Möchte ich eigentlich irgendjemanden austauschen? Hey. Aua! Wieso tun mir die ganze Zeit die Viecher benebeln? Hey!
Okay, diese Würmer oder was auch immer was das sind, tun mir nicht gut. Ach nee, ist die zwei Stück ab, oder? Sehe ich das richtig? Ach nee, sie hat fünf. Ja, 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 ich habe verstanden. Okay. Jetzt überlegen wir. Oder ich überlege zumindest. Für Luffys Quest muss ich wohin? Nach Hellavis in die Nähe. So weit weg ist das ja eigentlich gar nicht von Hellavis, ne? Check jetzt nochmal. Karte. Wären dann die bei den Fiegel-Eisspitzen da irgendwo. Da oben. Das wäre... Das ist das wahrscheinlich der eine Ort, an den ich nicht hinkomme, oder wie? Hä? 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 Ich muss doch irgendwo... Das ist da. Das ist hier. Das ist da. Das ist dort. Das ist da. Wieso komme ich nicht nach da oben? Ich würde halt gern hier hin, aber... Lässt mich das Spiel wohl nicht. Schade. Wo war jetzt unsere Hauptquest weiter? Habe ich nicht drauf geachtet. Oder die Magilo-Quest vielleicht? Wir haben Xenoxhafen, das wäre auch da, wo unsere Quest weitergeht in etwa. Ich bin traurig. Warum darf ich nicht da hoch? Aber ich war da oben doch schon, Adgor. Boss kara anta tachi ni dengon o azukatte kita. Logres no higashi ni aru Ardina sougen ni kyoubou na gouma ga deru. Oh, ein bösartiger Dämon, das ist genau wieder das Richtige für uns. Anta ra no sagashite iru yatsu kamoshirenai. In japanischen Größen habe ich meistens M oder L. Ach, das macht Sinn, ja, dass ich, weil ich gesucht werde von den Priestern. Das macht Sinn, Adgor. クーマがいる可能性が高まったな。今の情報を確認してみようぜ。ええ。まずはストーンベリーに行ってみる。アイゼン、僕、失敗した？いや、奴らにただで情報をくれてやる必要はないと思っただけだ。ん？地脈点のことだよ。俺たちだけが知っている情報だろ？でも、警視庁は味方でしょ？敵ではないが、味方とは言い切れん。 裏同士というだけじゃ。
それも時と場合によってくるりと変わる。こちらが信頼しなければ。Naja, so Lolita-Kleider oder so haben meistens japanische Größe. 俺たちの顔を知っていた。告げてもない行き先に先回りしてな。あ、こっちは奴らのことをろくに知らないのに、向こうは全部お見通しってわけね。わしらを売るのは造作もないと。Ich hatte letztens irgendwie ein paar tolle Oberteile gefunden und hatte das umgekehrte Problem. Sie gab es nur in Large Sites, also nur in großen Größen. Wo ich dann relativ traurig war, dass sie mir nicht passen. Also, ich hätte ja reingepasst, aber es hätte wahrscheinlich sehr seltsam ausgesehen. Es wäre dann ein Kleid gewesen und kein Oberteil mehr. Ja, Tama braucht Kindergröße. Du hast das erfasst, Atko. Meist S oder XS. Naja, aktuell mehr S als XS. Also in europäischen Größen. わしとお主が契約して旅に出た直後、あの娘は男前のノルミンと恋仲になり村を出たがの。そんなの初めて聞いたでふよ。姉さん、いつその話を。わしから逃げ出したお主を探す旅の途中じゃったか。いや、村を出て数分後忘れ物を取りに戻った時じゃったか。ま、どうでもいいがの。Bei japanischen Sachen, wenn man die bestellt, ist es immer wichtig, dass man sich wirklich komplett abmisst, dass man sicher geht, wirklich die richtige Größe zu haben. So, gucken wir erstmal, ob wir hier was haben zum Abgeben. Oh, das ist ein bisschen Geld. Irgendeiner, den wir irgendwie verpasst haben. Regenbogenrauch und Dingens. Ebenen. Moment, wo? Ebenen von Aldina. Davalwald. Okay. Ach komm. Tobi-iri de owarai-kōen o yarasete kuren ka no? Aikata wa kakedashi no Toshiro ja ga. Magi-chan. Buishi. Shikamo. Doi. Nani? De wa ika. Ist nicht interessant, klicke ich mal weg. Naja, wenn du ein Maß oder wenn deine Eltern ein Maßband haben, ist es eigentlich relativ einfach, weil du das dann überall einfach umziehen kannst. Ohne groß fremde Hilfe. これこれどうしたんじゃベル。ねひらクリップポップリコムでモンド。お主なんて元気だけが取り柄なんじゃから。そんなこと言われても。ちょっと中になんか詰まってるみたいじゃな。そうじゃ。一回深呼吸しよ。Gibt bestimmt dafür ein Tutorial im Internet, wie man es richtig macht. Gibt für alles ein Tutorial im Internet.Weil bei so fast alles. Schikata nai desho. Konna ozei no mai de shabetta koto nai in da kara. Onushi. Hyotto shite kinchou shite. Naja, macht bestimmt nichts. Das Wehr wird den Mund nicht aufkriegt. Die Brüste sind groß genug. Warui. Kara ni mo nai koto.
Ich habe auch durch das Internet rausgefunden, wie ich an die Batterie meines Smartes komme. Und weg ist sie. Ja, eine Comedy-Show war es nicht, aber eine Streitshow. Und was lernen wir daraus? Zwingt niemals, niemals etwas jemandem zu tun, das er nicht tun möchte. Nur die Baka-Crew, die wird zu allem gezwungen. Weil man unterschreibt ja einen unsichtbaren Vertrag, von dem man nicht weiß, dass man ihn unterschreibt. Oh, Yukata sind auch was Tolles. Verzeihung. Es sei denn, ihr wollt sie haben, dann lasse ich sie gerne laufen. Müsst ihr mir aber sagen, was euch da lieber ist. Eigentlich habt ihr euren Vertrag alle nur verlegt. Noch ein. Ich will euch ne... Oh Gott, das sind solche Viecher, die verfolgen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin vor allem. Aber ich hoffe es. Ich will trotzdem nicht gegen sie kämpfen, auch wenn sie zu schwach sind. Bist du zu schwach, sind sie zu stark. Ich glaube, ich bin falsch, oder? Das obere raus oder das untere raus? Oh, lass mich in Frieden. Ich hab gesagt, lass mich in Frieden. Wobei ich sowieso das Gefühl habe, dass alles so ein bisschen schwach aktuell ist für mich. Bestimmt fühlt es sich jetzt einfach für sie besser an, weil sie ehrlich zu einem war. Weil sie hat ja gestanden, dass sie versucht hat, Luffy eigentlich zu den Priestern zu bringen. あ、いえばそういえば、ボーはエレノアと契約した時、マナをつけてもらったんじゃろ?いい名前だったかい?あ、それはマナ。精霊が持っておる古代語の名じゃよ。人間と契約を交わす時に必要な特別な名前なんじゃ。わしもビエフにフューシーカスタと呼ばれた。フューシーカス。オッケー、ワスパドット。ディン。ひどいわね。 Einfach Ding. これも一種の愛情表現なんじゃよ。ライフセット、あんたはどんなマナをもらったの?それは、もしかしてマギルーみたいに変な名前をつけられたんじゃないでしょうね。不満があるならエレノアに言ってあげるから正直に教えなさい。違うし、ベルベットには言えないよ。そんなに嫌がらなくても。<笑>
Irgendwas hat es auch auf sich, dass er den Namen erklärt, okay. Verraten wir ihn jemanden, mit dem wir keinen Pakt haben, hat auch das eine besondere Bedeutung. Unter den Kameraden heißt es, dass wir ihnen unser Leben anvertrauen. Sonst ist es praktisch eine Liebeserklärung. Lifeset ist in einem schwierigen Alter. Ja, er ist Kind. Kind sein ist immer ein schwieriges Alter. Weißt du, ich kann jetzt hier durch, richtig? Richtig. Und wir sehen Bubis. Irgendwann wird es wieder gut, dieses Internet, Kermit. Irgendwann. Drago. Arejana, Ardina Sogen no Goma to Yunoa. Giuni Tondetaga, Kuma Nanoka. Chimiakte, Kanjita. Achi, Ano Iwayama no Ueatari da yo. Tashikamete mimashou. Nähe der Bergspitze. Ob ein Drache ein Therion ist, ich glaube so eigentlich weniger, oder? Wie war das nochmal im ist das ein Spoiler? Ist das ein Spoiler, wenn man Dinge aus dem Vorgängerteil sagt, wie das dort war? Okay, ja, ist das. Dann halte ich meine Klappe. Oh, hier soll irgendwo eine Schatztruhe sein. Gucken wir mal, ob wir die finden. Wäre cool. Kann natürlich aber auch überall stecken. Ah, gefunden! Brauche unbedingt doch mehr Böppelchen wieder. Gib mir mehr Böppelchen. Bling, bling. Bling, bling, my love. Bling. Wollen wir jetzt... Wow! Links oder rechts? Was sagt die Karte? Galleseestraße oder... Warum? Sagt mir jetzt das Spiel nicht wirklich, in welche Richtung ich muss, ne? Probier's erstmal auf hier. Einen wunderschönen guten Abend, Ruppe! Oh, da haben wir auf jeden Fall aber einen großen Gegner. Huch, nein, 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 geh weg. Nee, da will ich noch nicht lang. Ich will zu dem großen Gegner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass mich in Frieden, danke. Nee, Truhen muss ich dann auch noch alle denken, dass ich die abgras. Jetzt versuche ich erstmal wirklich meinen Weg zu dem großen Gegner zu bahnen. Das wird den bisschen fressen. Vorher sollte ich kurz speichern.
wäre, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll. Ich sehe auch schon da oben eine Truhe stehen. Kermit, was ist das für ein Code? Wobei ich glaube, das soll Fluchen darstellen. Der Fluchcode. Na, ja, aber Abhackmacher ist auch eine Mache. Wo ist denn jetzt die Truhe hin, die ich gerade... Ah, da. Vielleicht bin ich auch abgehackt, Kermit. Wer weiß das? Hier rüber. Schnell speichern. Dann sind wir auf jeden Fall mal sicher, falls irgendwas passieren sollte. Der Vogel ist es, ne? Genau. Kochen wir den Vogel. Kann ich nicht wechseln, weil sie jetzt 0 hat, ne? Raffi könnte eine Special Attack machen. Hallo, Vegan Space. Willkommen unter den Barkers. Du bist heute auf jeden Fall der hübscheste von allen. Ich glaube, man hat meine Armbewegung nicht gesehen, weil ich sie zu hoch gestreckt habe. Ein Hoch auf Headroom. Setz dich nieder, fühl dich willkommen und schreib auch gerne was im Chat, wir beißen nicht. Im Gegenteil, wir beten Waffeln an. Die ist angebissen. Beiß auch gerne was. Oh, vielen Dank, Ramwald, für den Host. Jetzt geht's aber los. Jetzt kommen sie alle. Da könnte eine Truhe sein, wo dieses Ärmchen ist, oder? So, bestimmt ist in der Spur zu... Oh, oh, danke für den Host, Hide. Merci. Wüsterchen. Nur weil ich es mal rein Interesse halber fragen möchte. Wie fändet ihr eigentlich Backertassen toll? Also wie würdet ihr euch die vorstellen? Weil ich habe da beim Chris auch schon ein bisschen hin und wieder mal rum überlegt. Von der einen oder anderen Ecke hat man ja schon gehört, man hätte schon so gerne eine Backertasse. Bin jetzt natürlich gemein, ich frage solche Sachen, wenn Kermit nicht da ist, ne? Also Kermit ist schon da, aber Kermit kann vermutlich nicht ganz zuhören. Mit Griff hätte was. Ja, muss ich zustimmen. Tasse mit Griff ist ganz gut. Ich habe jetzt eigentlich so gedacht, so nur mit dem Logo quasi, wie die hier ist oder mit irgendwelchen Sprüchen drauf oder zum Beispiel mit der Waffel drauf oder sowas in der Art. Lena.
Genau. Weiß auf Weiß ist viel zu teuer heutzutage. Hä? Ich hab doch die... Nein, ich wollte die Expedition abholen. Verdammt. Oh, eine Glückskatze. Wir müssen aber immer noch. Ist hier eine Truhe für mich? Ja, ich sehe dich. Wir haben aktuell 3 von 6 Truhen. Oh. Zerstören. Ich will die Truhen aufdecken. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Die ostfriesische Flagge. Weißer Adler auf weißem Hintergrund. Oh. Seht ihr... Oh, Verzeihung. Saat... ihr dieses Kopfschütteln. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, sollte ich in irgendeiner Form dahin sterben mit meiner Stimme. Falls die Stimme versagt, mache ich Handzeichen. Bei Frosch nun ja, der Frosch. Lehren. Oh, ganzes Set oder wie? Was ist denn ein Lehren, Norman? Mode war das, ne? Und Eisen. Nee, ach so, das wär's ja. Oh. Nee, aber auch interessant in Badehose. Ich mag halt das Rote so sehr. So, wir haben noch nicht alle Truhen gefunden. Wow, das war knapp an mir hinten durch. Hier in der Ecke vielleicht irgendwo? Nee, ist jetzt keine. Also, aber ich sehe auf jeden Fall, ihr tut so grob auf jeden Fall mit unseren Gedanken übereinstimmen. Das finde ich schon mal ganz gut. Oder mal noch eine andere Frage. Was für Streamer-Merch findet ihr allgemein toll zu besitzen oder so? Ich meine, eine Tasse kann man zumindest sagen, Demara, die Verrückte, hat die immer in der Hand. Ich habe ja auch meine eigene Tasse auf der Arbeit. Wo sie mich dann immer fragen, sollen wir deine Tasse auch mit in die Geschirrspülmaschine stellen? Und ich halt immer sag, nee, die wasche ich selber per Hand, das ist meine. Die kommt dann direkt wieder an meinen Platz. Vor allem, weil ich immer Angst habe, dass die im Geschirrspüler halt auch kaputt geht. Wir haben so viele angeschlagene Flaschen, würde ich sagen, Tassen bei uns rumstehen. Von denen, die halt so für die Allgemeinheit sind. Da würde mir das wehtun, wenn die Bagger-Crew-Tasse einen Datscha hätte. Das sind, ich werde mich jetzt outen als dummes Etwas, aber was sind Beanies? Hoodies finde ich natürlich auch total geil. Persönlich. Ich hätte selber auch gerne einen Backup-Hoodie, aber weil mir nie so sicher wirklich welche Farbe und so da ist. Ich mag eigentlich schon irgendwie weiße Hoodies. Aber weiße Hoodies sind halt auch immer so schnell dreckig.
Oh, ich hab die gar nicht gesehen. Minis und Mützen, okay. Okay. So ein kleines bisschen wie meine Katzenmütze, die ich habe. Oder noch mehr nach hinten hängen. Hallo du. Tschüss du. Ich möchte nur durch. Aber ich wo ist denn so, wo soll denn die letzte Truhe sein? Ich fühle mich um die letzte Truhe betrogen. Oh, vielleicht doch hier in dem Eck? Nee. Aber ein Kraut. Vor allem gut, dass das nicht ist. Da hätte ich wahrscheinlich die Ranke schon wieder übersehen. Nein, nein. Ich war für einen Moment versucht, Hai Nun zu sagen. Verzeihung. Oder was ich auch mal sehr cool fand, was ich bei einem anderen Streamer gesehen habe, waren so kleine Schlüsselanhängerchen mit den Emotes und Logo und sowas. Das fand ich auch sehr geil. War nur kein Streamer, den ich irgendwie groß geguckt habe oder so. Aber es hat über meine Twitter-Timeline geflattert. Und ich dachte mir halt wirklich einfach so, oh, wie geil. Oh, 絶景かな, 絶景かな. 気持ちのいい景色だな. Kleine Figürchen sind schwierig, finde ich. あんまりはしゃぐと落ちますよ. ここ、 何本も地脈が走ってる. Aber Figürchen war ja auch sowas wie Schlüsselanhänger. Eine Bekannte hat mal Chris und Tamara Figuren gemacht. Oder eine ehemalige Bekannte, besser gesagt. Wenn Chris eine Hose anhätte, würde ich sagen, hol mal eine von den Figuren. Aber hat keine Hose an. Ihr wisst das ja. Während dem Stream werden keine Hosen getragen. Steht übrigens auch im Vertrag. Das Schlimme ist halt, ich bin auch so eigentlich ein Merch-Mensch. Adko, du bist Mod. Du musst auch die Hose ausziehen. Weil die Hose, die schränkt das Wohlfühlen ein. Die Hose, die steht für Gefangenschaft. Ich weiß, ich bin blöd. Und ich stehe dazu. Welcher umgekehrte Fall, Hide? Du meinst der richtige Zuschauer. Ich habe nicht gesagt nackt, nur ohne Hose. Ariurna. Dragon war 最強の Goma.
Bei ohne Hose gibt es viele Möglichkeiten. Kill zum Beispiel. Yare, yare. Ichiban no mondai wa teki ga Doragon to iu toko jaro ni. What? Was wohl, Tama? Was, wenn man ohne Hose gefangen ist und beim Tragen einer ungefangen? Ich bin mir unschlüssig, was ich darauf sagen soll. Ich bin mir sehr unschlüssig, was ich darauf sagen soll. Ich überlege mir noch was Gutes. Vor allem habe ich vergessen, was die gerade gesagt haben im Spiel. Wir haben eine Information im Dorf. Kriegen wir hin. Ihr seht, Hida hat mich gerade ziemlich aus der Bahn geworfen mit seiner Frage. Ach, die haben auch über Hosen geredet. Dann ist ja alles gut. Kann ich jetzt eigentlich? Ja, jetzt komme ich da oben rot durch. Wer hat sich diese ewig lange Ebene nur ausgedacht? Verdammt. Oh, ich glaube, ich sehe die fehlende Truhe, oder? Die da vorne. Die habe ich noch nicht geöffnet. Oder? Oh, es waren nur Blumen. Ich habe diese Blumen für eine Truhe gehalten, eine silberne. Kann passieren. Die toten Hosen, die sind halt nicht mehr ganz so lebendig. Also, wenn sie tot sind, dann haben sie doch eigentlich auch keine Hosen mehr, oder? Weil sie sind ja tot. Bin falsch gelaufen. Naja, aber dass du ungefangen bist, heißt ja noch nicht, dass du frei bist. Oder? Der Einfachheit ganz einfach. Oh, ich mag euch. Nee, ich geh jetzt zuerst zum Stern. André, komm her. Dann brauche ich nicht so weit laufen. すぐに済ませるわよ。レコーディング。山田。レコーディング。そこよ。決着。 Nee, 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 das ist nicht dasselbe. Das möchte ich abstreiten. Oder zumindest so tun, als würde ich es abstreiten. Geht hier nicht, dass ungefangen und frei dasselbe sind. Das sind zwei vollkommen verschiedene Worte.
Gestern habe ich auch gelernt, wenn ich einen freien Wille habe, dass ich auf Befehl arbeite. Genau. Du konntest dir immerhin aussuchen, was du arbeitest. Oder auf wessen Befehl du hörst. Lilafarbenes Eigelb. Der bleibt doch nicht wirklich daran. Hat das jemand schon mal ausprobiert mit dem Futter und der Eigelbfarbe? Naja, du hast dich ja entschieden, Filialleiter in deinem Job zu werden. Also hast du dich entschieden, wer dein Chef über dir ist. Also hast du dich dafür entschieden, auf wessen Befehl du hörst. Also hattest du einen freien Willen. Nee, wenn du das Eigelb in eine blaue Hose tust, dann wird es nicht lila, sondern grün. Weil blau und gelb ergibt grün. Achso, du dachtest hier. Ja. Stimmt, hier hattest du keinen freien Willen. Aber du hast dich freiwillig dazu entschieden. Vielen Dank für den Hausentchen. Willkommen in deinem Teich. Was wollte ich jetzt sagen? Entchen hat mich abgelenkt. Hier hast du dich freiwillig entschieden, das Wiki zu machen. Und durch das Wiki bist du zum Mod geworden. Also hast du dich freiwillig für uns entschieden. Macht das Sinn? Und nein, die anderen brauchen gar nicht erst versuchen, das Wiki zu bearbeiten. Die werden nicht automatisch dadurch Mod. Nein, kann ich nicht, nein. Da hängt schon das Problem damit zusammen, dass ich Karamelldansen nur vom Namen her kenne und keine Ahnung habe, was eigentlich ein Karamelldansen ist. Bin ich gut daran vorbeigekommen. Siehst du, also hast du das Wiki gemacht, indem du dich freiwillig dazu entschieden hast, YouTube-Videos zu verlinken. Diese Freiheitsdiskussion heute. Während ich stream, kann ich sowieso nichts auf YouTube angucken. Und da gibt es noch einen wichtigen Punkt. Ich schaue selten Anime. Auch wenn ich damit wahrscheinlich viele Gedanken zerstöre. Ich finde es eigentlich lustig, dass das Erste, was man mit Japan verbindet, direkt Anime sind. Also die meisten zumindest. Wenn ich an Japan denke, ist eigentlich das Erste, woran ich denke, Idols und Dorama. Und sehr gute Games. Und die sind ja auch nicht alle im Anime-Stil. So, wo haben wir noch Pünktchen hier?
Nee, nee, du bist nicht gefangen, Akko. Wir haben dich nur ganz besonders lieb. Mit Anime ist das wie bei allem. Anime ist Geschmackssache. Sonst wäre das genauso. Ich habe, über 10 Jahre Ultima Online gespielt, müsste ich rein theoretisch sagen, Ultima Online gespielt zu haben, ist eigentlich für jeden ein Muss, weil ich es gern gemacht habe. Ach, 5 Discord-Server sind doch gar nichts.光を浴びた翡翠の色は七色に変化し、樽のエメラルドと同じ色になった時、ようやく完成する。光醸造ってことか。そんな奇跡みたいな神髄に勝つのは簡単じゃないだろうな。だが、私はついに見つけたんだ。最高の石を。樽のように使える宝石ですか？ それでは茨姫と同じじゃないか。やっぱり、今、レッスンスがショックとフィフィンディスコードサーバーに来てる。この先の山奥で水を吸い込む石を見つけてね。その石を使ってベリー浸水をこしてみたんだよ。すると、信じられないほど透き通った味の浸水が出来上がった。 Chris meinte aber gerade, er wäre 34. Auf was für Discord-Servern hockst du rum? Oh, eine Truhe. Oh, Verzeihung, falls das seinen Ohren wehgetan hat. Ich hab bald keine von den Seelendingern da mehr. Ich kann nicht mehr richtig reden, aber das konnte ich heute noch den ganzen Tag nicht. Wie komme ich denn an die Truhe da hinten ran? Hä? Ah, vielleicht hinterm Haus. Jawohl. Ich glaube, nein, mag uns nicht, deswegen will er nicht auf unser Discord kommen. Er hat Angst vor uns. Ich wollte ja diese nicht sehr wichtigen Dinge einfach mal so ganz preis, ne? Hat sich ja keiner darüber beschwert, dass ich es mache. Da ist noch einer. Könnte man wieder nach meiner Rüstung gucken, ne? Wäre auch eine Sache. Wir zwingen niemanden, Kermit. Wir überreden sie nur ganz liebevoll. Weil wir so gern haben. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Ah, den kann ich. Jetzt nicht mehr. Vielleicht gleich nochmal gucken, wenn ich alles zerstört habe. Oh. Das war schnell weg. Ah, bin wieder. Zerlegen.
Okay, ich hätte vielleicht erstmal gucken sollen, ob irgendwelche Sachen besser sind als das. Ach, Quatsch. Nee, die Ringe wollte ich nicht zerstören. Okay, jetzt nochmal kurz gucken, ob ich was aufwerten kann. Okay, negativ. Piratenflagge haut den Krug. Kann man mit denen irgendwas machen? Okay, nur. Warum sollte ich die Dinger kaufen? Warum sollte ich die Dinger kaufen? Kitty Crisps macht Katzenwill. Was kann man damit tun? Huch, huch. Das Zeug könnte ich eigentlich verkaufen, ne? Ach, ich bin im Verkaufen-Menü. Hat niemand gesehen? Könnte man ein bisschen Momo-Gelee kaufen. So, jetzt kann ich aber mal gucken, was ich verkaufen kann. Könnte die Flaggen verkaufen, oder? Bringen mir doch nichts. Bringen die mir irgendwas, Atko? Warum hustest du? Ach so, wegen meiner Dummheit. Verstehe. Geld kann nie schaden. Ich glaube, so langsam, ich habe mein Pad doch ein bisschen kaputt langsam gemacht. Zu viel gespielt. Mondstein, Flieg und Sieg. Bilderbuch einer müden Prinzessin. Hallo, Eileen. Kleine Erobererstatue. Gibt es auch eine große Erobererstatue? Trockenfisch klingt jetzt nach Essen und Zeug. Oh, Rohedelstein, den könnten, oder? Ne, das habe ich noch 5. Gehen auch in den Verkauf. Aber dafür kriege ich einiges an Geld. Flammensteinsplitter. Ach, komm, weg damit. Ne, Moment, die, oder? Ja, ne, die Dinger sehen aus, als wären sowas zum Upgraden. Genau, das ist Essenskrams. Ich glaube, dann kriege ich gleich ein bisschen Geld. Ein bisschen. Oh, Expedition ist weg. Und ich habe irgendwelche 2 Titel oder sowas bekommen. Edelsteinverkäuferin, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, und ich habe direkt wieder eine neue Glückskatze. Jetzt fehlen mir nur noch die Piratenflagge Jagdhunde hier. Oh. Der spielt doch garantiert auch wieder Karten mit mir, oder? Genau. Ihr wisst, was jetzt passiert. Objekt tauschen ist das Übliche, ne? Kampfmusik. Ach so, das ist dann einfach sich ändernde Musik, ne? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Exorzistenuniform.
Wieso habe ich die noch nicht? Die Normendinger finde ich nicht so hübsch. Yenfu-Hut. Nein. Nein? Doch. Vor allem Kampfmusikgewand 1. Ja, manchmal bekomme ich neue Sachen zum Tauschen. Ich werf mal raus, was ich aktuell habe. Die Sachen werden natürlich, so wie sich's gehört, jetzt auch mal angeguckt. Ach, ich habe das Kampfgewand sogar an mit ihr. Ich finde ihren Bikini halt voll pottenhässlich. Also ihren Badeanzug. Das mag ich eigentlich auch so, ihre alte Kleidung. Gut, für Velvet habe ich eigentlich auch gerade nichts gekauft. Hatte ich für Luffy irgendwas? Der, die Kampfmusikgewandung, ne? Ach ja, und die Nährkleidung war. Ist aber dann wahrscheinlich auch so wie die Standardkleidung. Oh, ich mach mal auch Kampfmusikgewandung an. Machen wir mal bei allen Kampfmusikgewandung. Bei ihr hatte ich bei beiden Sachen. Hutstil, ach ja. Nein. Kleidchen oder das hier? Für was votet ihr? Wahrscheinlich Kleidchen, oder? Und die Jacke finde ich viel zu trist. Bin mir unschlüssig gerade. Ich guck mal noch weiter kurz. Nee, für sie habe ich ja auch nichts. Und für ihn habe ich auch wieder... Nee, für ihn habe ich auch nichts. Okay, ich brauche noch mindestens eine Meinung. Kermit sagt nicht Kleid und Atko sagt normal. Ich fühle mich verstört. Ihr macht das jetzt wie in Amnesia. Also er sagt einfach, okay, nein, sagt auch nochmal. Das heißt, das Kleidchen bleibt wohl. Kermit wurde besiegt, ganz offiziell. Und mein Tee passt nicht alle an die Tasse. Hier gibt es keinen Weg nochmal irgendwo anders raus? Nee. Könnte man in die Gaststätte gehen, ob ich da irgendeine besondere Sequenz oder so von kriege. Oh, ich sehe dich genau. Ich sehe dich. Ich sehe dich, Truhe. Angeln wäre in dem Spiel eigentlich auch was Geiles. Genug Wasser gibt's. So, du warst das Gasthaus, genau. War wohl richtig. Oh, sieh an. Wen haben wir? Wen haben wir da? Es ist auch ein bisschen weird, mit niemandem zu trinken. Und trotzdem ein zweites Trinkglas dastehen zu haben. Ach ja, ich hatte Luffy ja auch dieses Dingens angezogen jetzt wieder. Wie? Wieso hat er die Fliege an? Hat er die Fliege genommen? Flieger hat er doch normal nicht an, oder? Bin gerade verwirrt. Ich habe mich vor Verwirrung selbst verletzt, mindestens.
大切な人と飲み交わせば永遠に添い遂げられるというロマン無双の一品じゃな。だがめったに手に入るもんじゃない。俺も一度飲んでみたいと思ってるんだが。きっとザビーダにとって特別なものなんだね。だからアイゼンは。そんなんじゃない。ベルベットさんですね。Da haben wir wohl unsere Blutschwinge。例のゴーマの目撃者は、来る途中、空を飛ぶ蛇みたいなドラゴンを見た。あんたが見たのも？はい、同じゴーマです。あいつの巣はアルディナ草原の岩山の上で。岩山には行ってみたけど、いなかったわ。戻ってくるのは雨の日だけです。Ein Drache, der nur an regnerischen Tagen in sein Nest zurückkehrt. Boah, ist auch viel schöner, wenn die Sonne scheint, rumzufliegen. Pass auf, nein. Kermits Benfinger ist sehr locker. Unterrock ist nicht das richtige Wort dafür, Miri. Ach Gott, wie heißen die Dinge? Diese Push-Dinger? Mir fällt's bestimmt gleich ein. Petticoat. Petticoat? Oder? Ich glaube ja. Da weiß man zumindest, dass es richtig übersetzt wurde, wenn man es versteht. Petticoat. Okay, Momo bestätigt. Schönen guten Abend, Momo. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag heute. レアボードはノル民族が名前を告げることで起動して大地をかける不思議なボードです。素早く移動できる上、弱いゴーマなら蹴散らせる。ほとんどまぐれでできたと言われる決戦なんですが、auch wenn wir nur durch Zufall drauf gekommen sind。なんかすまん。では、naja、Adgor und Kermit, die mögen sich nicht so。Nur an regnerischen Tagen. まあ、芸名みたいなものじゃな。実のところ、本名はわしも知らんのじゃ。本当は何ていう名前なんですか？それは。急いでるのよ。はっきり言いなさい。な？ノルミンブレイブ。Hilf? Okay, was kann er gut, wenn er brave heißt? いやいや、それよりも。Kann das irgendjemand ableiten? Oder erklären die mir das gleich? それがレアボードは地脈の流れに反発して動くんやけど、このボードには肝心の地脈流の情報が入ってないようなのにゃ。だからまず各地にある地表と地脈の接点である地層図を探し出して。Wieso kommt mir das gerade vor wie in Final Fantasy das Fliegen? Du musst erst die Dinge abaktivieren, dann kannst du fliegen. 地層図。ここの場合は。ねえ、Weiß oder Schwarz, Momo? 了解。あれを見つけ。Schwarze Möglichkeit hat man auch meistens. レアボードで移動できるようになるのね。Andersfarbige sind eher eine Seltenheit. So, und hier hätten wir diesen lustigen Punkt. Sehen eigentlich sogar aus wie die Dinger in Final Fantasy. So, und da ich weiß, wie sich das bedient, drücke ich einfach mal kurz weg. Wow! Und jetzt haben wir ein Skateboard.
なるほど。これは便利ね。うん、すごいし楽しい。ちょっと癖になっちゃいますね。Wie passen die eigentlich alle auf das Geobot drauf? Momo, du hast die umgekehrte Variante von mir. Ich war heute Morgen arbeiten und muss morgen Nachmittag. Aber das weißt du ja schon. Stimmt, so ein blau-weißen Kleid nimmt man weiß. Da hat die Momo recht. Mary, versuch nochmal die Schreibweise von Kleid anzupassen. Aber ich habe nichts gesagt. Auch bei der Bakaku lernt man noch ein bisschen Deutsch. Oh cool, die Viecher sind zu schwach. Dann hatte ich ja recht damit, dass ich einfach an ihnen vorbeigerannt bin vorhin. So, ich muss die zwei Truhen hier in dem Gebiet noch finden. Werde ich wahrscheinlich auf dem Geoboard niemals tun, weil ich einfach zu sehr hin und her flapper. Aber vielleicht tun die Dinger mich jetzt zu den Truhen führen. Vielleicht aber auch nicht. Hier geht's raus. Über gestern redest du nicht. Okay. Dann reden wir nicht über gestern, Momo. Nur über heute. Ich brauch selber auch mal noch irgendwann einen gescheiten Petticoat. Der letzte war eher so mäh, den ich hatte. Ach ja, und Miri, noch ein Tipp. Pass auf, dass er die richtige Länge hat. Zu kurz ist nix, zu lang ist auch nix. Und Petticoats, die können teilweise echt ins Geld gehen, wenn man da wirklich einen guten haben will. Davon möchten wir aber dann gerne ein Foto haben, nein. Wenn du einen Petticoat trägst. Weil sonst ist das was sagen, aber nicht liefern. Ich muss mal gleich noch gucken, wo ich überhaupt gleich raus muss. Eigentlich wieder zurück, oder? Weil ich muss ja dahin, wo der Drache gerade nicht war. Kann den ich auch irgendwie auf dem Geoboard springen? Oh, Oh, das ist so angenehm mit dem Board, finde ich. Man ist halt einfach viel schneller unterwegs. Oh, schade, nein. Jetzt habe ich mich so auf dich im Petticoat gefreut. So, ich bin... Wo bin ich denn eigentlich? Ich bin hier oben. Und ich muss... Hier, wo muss ich denn hin? Zur Bergspitze, oder? Genau. Das heißt, ich muss da unten raus. Den Drachen, den will ich heute auf jeden Fall noch sehen, gerne. Ja, der Drache müsste das da bei dem Speicherpunkt auch sein. Huch, okay, die Viecher sind wohl noch ein bisschen stärker als die anderen. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich gestehen.
そこだ。食らい尽くせ。サンガジャスイ。一の方。ジャスイ。サンガジャスイ。ブレイクブレイク。セイヤ。しない。この方。え、ガッキービンチ。こんなに打点少。全力で答えたが、やりすぎたか。Deswegen warne ich dich vor, dass das Zeug teuer ist, Miri. Weil du mir gesagt hast, dass du nur nicht so viel Geld hast. Das ist das Problem, warum ich noch keinen gescheiten Petticoat habe, weil teuer. Ich habe das Bedürfnis, mich gerade aufzuleveln, weil ich die Viecher nicht einfach so töte und durchfahren. Aber eigentlich sind die relativ schnell trotzdem tot. Wahrscheinlich das ein Level oder so, warum sie nicht wegploppen. Man weiß ja, wie Spiele manchmal mit ihren Triggern sind. Ich kann verstehen, wenn der Pfirsich sich gleich einschläft. Ich glaube, die Pfirsich-Batterien sind leer. Und ja, ihr könnt euch jetzt alle fragen, braucht ein Pfirsich-Batterien? Wenn ich den Drachen besiege, kriege ich doch bestimmt ein Level up. Ne Mutschaburi Dodgeball Pyjama Party ist viel lustiger. Verzeihung. Aber das haben wir schon öfters gemacht. Oder sagen wir haben Menschen davon überzeugt, dass Mutschaburi Dodgeball eigentlich ganz lustig ist. Gut, nicht jeder kann was damit anfangen, ich gebe es ja zu. Aber die meisten finden es lustig. Ach, armes Momo. Fühl ich bitte geflauscht. Momo hat ganz viel durchmachen müssen auf Arbeit. Oh, bin ich dein Einschlafstream heute, Momo? Wir liegen zusammen mit Momo im Bett gerade, in diesem Augenblick. Weil sie hat uns mitgenommen. Alle. つまりクーマじゃないってことか。このまま引くわよ。無理にこんなのとやり合う理由はない。俺にはある。どう？やる気か。は？何言ってるの？そうです。戦ったらただじゃ済みませんよ。あ、すみません。Jetzt hat die Kreatur sie bestimmt entdeckt. Ganz bestimmt. Oh, ich sollte kämpfen.
Vielleicht auch nicht sterben. Ich habe immer das Gefühl, wenn solche Sequenzen kommen, obwohl man noch nicht wirklich was zu Ende gebracht hat, dann ist das ein Autokill. Vielen Dank für den Hostmethan-Output. Merci. Und Hüsterchen. Ich kann gerade nur meine Tasse nicht prosten, weil sie ist ein bisschen voll. So, wer es bisher noch nicht verstanden hat, die Verflossene von ihm war dieser nette Drache. Warte! Ano Dragon wa omae no aitsu o Dragon nante yobun ja nee yo. Na, Kurzessen war das dann aber nicht mehr dann, oder? Dieser Guck, meine Muckis-Typ. Wo ist er? Ja, okay, er zeigt da vorne so ein bisschen seine Muckis. Stimmt schon. Weißt du, was ich auch immer cool finde? Stream gucken während dem Essen. Wenn man mit Familie ist, ist das natürlich meistens unpraktisch, weil die Familie nicht gucken möchte, was man guckt. ボーは聖種の水から血脈に飛ばされた時調子がおかしくなったんじゃろ？なった。あの空間には汚れが残っておった。 Ach so, du redest vom eigenen Spiel, dann habe ich das gerade falsch verstanden. Und wir sind hochqualifiziert, wo? それだった時の心は。お前にはどう見えた？それは。それでも殺せない。ザビーダの流儀の理由か。あんたやザビーダがドラゴンをどうしようが興味ないし、好きにすればいいわ。けど、さっきみたいに巻き込まれるのはごめんよ。覚えといて。わかった。ならいいわ。さあ、クーマ探し続行よ。タイタニアに戻りましょう。 Wenn das stimmt, was Eisen sagt, dann könnte auch er irgendwann zu einem Drachen werden. Wie gerne habt ihr eigentlich Cliffhanger? Ich weiß nicht, ob das jetzt sich noch lohnt, zum nächsten Questpunkt zu laufen. Kehre zurück nach Tintania. Ich weiß nicht, lohnt sich das noch? Wenn ich es kann, dann wahrscheinlich kann ich es nicht. Ich guck mal ganz kurz, ob ich es kann. Aber ich werde ja immer noch von den anderen gesucht, ne? Ja, Cliffhanger lassen immer hängen, das stimmt. Oh, speichern wir vielleicht doch noch eine gute Wahl.
ganz kurz noch. Ganz kurz. Ich weiß immer noch nicht, wo die Truhe in dem Gebiet ist. Ich suche jetzt die Truhe in dem Gebiet noch und werde wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so suchen, weil ich sie einfach nicht finde. Weil ich keine Ahnung habe, wo die sein soll. Geh weg. Wobei, den Affen kann ich eigentlich einfach umfahren. Wahrscheinlich steht die irgendwo mittendrin und ich fahre jetzt hier die ganze Zeit am Rand entlang. Ganz bestimmt ist... Verzeiht. Ruhe? Nee. Wo könnte die denn sein? Wir haben da lang... In der Mitte lange, lange keine Truhe, ne? Achso, ja, die Bäume sind jetzt zu stark. Die Nacht, Miri. Wie sieht man da irgendwie für die XP noch ein? Zum Level Up für ein Menü, oder? Beziehungsweise wenn man Kampf fertig ist, wird auch, glaube ich, kurz angezeigt. Dauert noch eine Weile. Oh, die Expedition ist zurück. Oh, wir haben die Piratenflagge jetzt, ne? Das heißt, wir haben alles? Yes. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen schippern jetzt. Ich würde die Truhe eigentlich irgendwo in der Mitte vermuten. So vom Gefühl her. Hier um den Berg rum vielleicht? Nee, um den Berg? Ah, hier waren wir aber auch noch nicht. Komm schon, das ist die Truhe doch auch bestimmt hier irgendwo. Versteckst du dich vor mir? Och, war ich da hinten drin? Ach ja, das war ja das gerade. Da hinten waren wir auch schon. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass es hier hinten ist. Da haben wir schon so viele Truhen. Ich würde das eher auf der anderen Seite vermuten. Ich will seine Truhe haben. Ja, Hoverbot, halt mal mehr. Ich finde das Hoverbot einfach irgendwie cool. Nando Mondai Marimasen, ne? Nein, raus möchte ich noch nicht. Da haben wir die Truhe schon gefunden. Ich vermute sie eigentlich hier irgendwo. Huch, ich habe die vier schon wieder nicht gesehen. Ja.
影座り誰以来だ次そこだ食らい尽くせガンザン滅罪人呪いDas heißt, das Fieseste überhaupt in dem Spiel zu wissen, wie viele Thronen irgendwo sind. Dann will man erst recht die unbedingt finden. So, ich gucke jetzt noch ganz kurz da und dann entscheide ich mich aber vielleicht doch so ein bisschen schlummern zu gehen. Vielleicht auch noch nicht ganz schlummern, aber meine Stimme darf schlummern. Gibt's doch nicht. Irgendwo muss die sein. Hier war ich ja auch schon. Okay, beim nächsten Mal graben wir nach dem Schatz. Verzeihung. Stimme ist wieder so irgendwie. Haustier-Accessoires. Haustier-Accessoires? Ach so, Sims. Okay. Kopf hat die obere Zeile nicht lesen wollen. Ich danke euch allen auf jeden Fall wieder fürs Dasein. Ich finde das immer schön, wenn ihr im Chat seid. Wisst ihr, ich liebe es viel zu sehr zu quatschen. Deswegen ist meine Stimme auch immer regelmäßig so absolut kaputt und unbrauchbar. Ich muss gerade überlegen. Morgen ist Mittwoch. Das heißt, morgen spielt der Vogel wieder mit Digimännern und Digifrauen. Vielleicht auch nur mit einem. Auf jeden Fall mit euch. Also seid ab 18 Uhr dabei. Und wir gehen morgen nicht ganz auf Schatzsuche. Aber auf jeden Fall gehen wir auf die Insel. Also wir machen Inselduell, suchen Menschen. Vielleicht finden wir auch Schätze. Das wäre auch ganz nett. Wir haben ja beim letzten Mal ganz viel Geld bekommen. Das heißt, morgen geht es bei mir weiter mit Is. Aber erst ab 21.15 Uhr. Ich habe ja schon erzählt, ich habe leider Spätschicht. Für heute wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht an die schlafen gehen und fleuscht euch ganz gemütlich und warm dann im Bettchen rum. Bis morgen, tschüss!